Vereins BFD, dass heute so, so viele hierher aus Berlin angereist sind. Viele Freunde haben immer zu mir gesagt, Erik, ja, es hat keinen Sinn. So, einmal mal viele hier resignieren, viele haben aufgegeben. Ja. Aber egal, auch wenn jetzt viele sagen und sagen, hey, heute sind nicht so viele Leute, meiner Meinung nach, sind heute viele Leute da. Wichtig ist, dass wir uns selber später, wie ich vorhin hier mit den Leuten geredet habe, dass wir uns später uns nichts vorwerfen können und müssen. Das ist das Wichtigste in diesem Kampf. Denn das mache ich seit 6 Jahren. Und es gibt nichts Schöneres, als aufrichtig zu gehen, Freunde. Deshalb, auch wenn viele sagen, naja, egal, nein. Ich habe das für euch getan. Ihr müsst euch keine Vorwürfe später machen. Dafür lohnt es sich, auf die Straße zu gehen, Freunde. Ganz einfach. Die Veranstaltung fängt ein bisschen später an, um 14.10 Uhr. Bitte haben Sie etwas Geduld. Es sind noch sehr viele Leute noch da, die sich uns noch anreihen werden. Also ein bisschen Geduld. Und ganz, ganz, ganz wichtig, ich möchte an alle Menschen nochmals appellieren. Wir repräsentieren das deutsche Volk, das europäische Volk. Also sollten wir uns nicht auf dieses billige, schändliche Niveau uns herablassen, wie die anderen herangegraben, Freunde. Wir stehen da, und das dürfen wir nicht vergessen, für all die Opfer seit 2015. Für die Menschen, die Angst haben, auf die Straße zu gehen. Für die Menschen, die schon lange resigniert haben. Wir sind die Speerspitze. Wir sind diejenigen, die dieses Volk, das deutsche Volk zeigen, dass wir keine Angst haben, Freunde. Ganz einfach. Deshalb ist der Widerstand nie umsonst. Er war es diese Tausende von Jahren. Und er wird es auch nicht heute sein, Freunde. Grazie. Dieser Vertrag ist ein neuerliches Ermächtigungsgesetz, meine Damen und Herren.
Und gerade wir hier in Deutschland sollten ganz vorsichtig sein. Eigentlich können Sie alle hier froh sein, dass das deutsche Volk seit Jahren von Revolution die Nase voll hat. Sonst würden wohl heute etliche Bürger dieses Hohe Haus belagern und sich zum Abdanken auffordern. Das Recht dazu hätten Sie. Schließlich heißt es in Artikel 20 Grundgesetz, alle Staatsgewalt geht vom Volk aus. Genau hierfür sieht jedoch das Grundgesetz das sogenannte Widerstandsrecht vor. Ich zitiere, gegen jeden, der es unter... Deutschen sind das Personal, kein Friedensvertrag, keine Verfassung, nicht souverän, unser Land liegt in Trümmern. Systematische Vermögenszerstörung durch den Euro, systematische Umerziehung und geistige Manipulation durch Medien und Schule, gezielte Zerstörung der Familie, Feminismus, Wahnsinn und Vermännlichung der Frauen, geplante Frühsexualisierung. Vielen Dank an Georg Emanuel Nagel aus Österreich. Als nächstes aus Westdeutschland mit der Bürgerbewegung München, Gladbach steht auf, Dominik Rösener. Unterschied zwischen uns Patrioten und den linken Antideutschen ist? Es tröpfelt und wir Patrioten schauen nach oben und denken, oh, flüssiger Sonnenschein. Bei den Linken, da regnet's und da brechen bei denen die Reihen zusammen. Denn Regen hat auch eine gute Sache. Regen spült halt auch den Dreck von der Straße. Tag ist nicht nur der Tag der Einheit, sondern es ist auch der Tag der Gemeinsamkeit. Und das ist das, was wir brauchen innerhalb unserer patriotischen Szene, innerhalb unseres patriotischen Lagers. Genau diese Stärke, diese Gemeinsamkeit. Ich nenne das gerne, wir brauchen die heilige Dreifaltigkeit des Widerstands. Wir brauchen einen starken parlamentarischen Arm in der Politik. Den gibt es mittlerweile. Wir brauchen alternative Medien, auch die haben wir. Aber wir brauchen selbstverständlich auch den Widerstand hier auf der Straße. Und deswegen gilt mein Dank allen Teilnehmern, die heute hier sind. Ihr seid der Widerstand und wir lassen uns nicht unterkriegen. Unser Land zurückgeholt haben. Die Demonstrationen veranstalten, auch vielleicht mal ein bisschen kleiner, auch vielleicht mal ein bisschen weniger Teilnehmer haben. Der Widerstand ist ein Marathon, das ist kein Sprint, das ist nicht einmal Demo und das ist am nächsten Tag die Welt eine andere. Und wir sind seit 2014 im Widerstand und wir werden noch eine ganze Zeit lang brauchen. Aber wenn ich in diese optimistischen Gesichter schaue von euch, dann weiß ich, dass wir diesen Kampf gewinnen werden. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, Berlin. Seid standhaft! Lügenpresse! 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 Lügenpresse!
schenkt mir Hoffnung. Wir sind hier in Berlin, um am Tag der Nation Menschen in unserem Land die Augen zu öffnen. Wir sind diejenigen, die für Gerechtigkeit, für Frieden und für unsere Sicherheit einstehen. Und wir lassen uns nicht mundtot machen von niemandem. Wir werden täglich mehr und wir werden immer Widerstand leisten. Wir haben uns heute versammelt, weil es um unser Land, um den Schutz unserer Familien, um unsere Kinder und Freunde und um unser aller Zukunft geht. Viele von euch wissen, dass ich beim Frauenbündnis Kandel seit dem Mord an der 15-jährigen Mia durch einen erwachsenen Mann aus Afghanistan aktiv bin. Mia wird nicht vergessen. Dafür sorgen wir. Kein Opfer wird vergessen. Und wir vergessen auch nicht die Verantwortlichen. Niemals! Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um denen, die noch nicht so viel über uns wissen, das Frauenbündnis Kandel und einige Erfolge vorzustellen. Wir sind ein großartiges Team, bei dem Zusammenhalt und Werte groß geschrieben werden. Und wir leisten unermüdliche Aufklärungsarbeit. Trotz aller Meld- und Sperrversuche, ihr kennt es ja wahrscheinlich alle, durch unsere Gegner in den sozialen Netzwerken. Und wir waren zwischenzeitlich im sechsstelligen Reichweitebereich, sind wir nicht von der Bildfläche verschwunden. Und das werden wir auch nicht. Wir werden weiterhin Menschen aufklären, versuchen ihnen die Augen zu öffnen und wir zeigen ihnen, was in unserem Land vor sich geht und hoffen, dass auch sie sich dem deutschen Widerstand genau wie ihr anschließen werden. Durch uns fanden mehr als 30 Demonstrationen in Kandel, Landau und Umgebung statt. Und darauf sind wir auch mächtig stolz. Danke an jeden Einzelnen, der uns dabei unterstützt bzw. unterstützt hat. Dankeschön. Jetzt ist es an. Unser Bündnis wurde vom Verfassungsschutz hochoffiziell als bürgerlich-demokratisch eingestuft. Wie könnten Sie auch anders? Denn unsere Forderungen sind nicht rechts, sie sind nicht links, sondern sie sind hochdemokratisch und mehr als gerechtfertigt. Das heißt also, nicht die Gegendemonstranten sind die Demokraten. Wir alle hier, wir sind es. Wir sind die Demokraten und wir sind die Toleranten, verdammt. Wir sind das Volk. 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 Wir haben inzwischen mehrere. Ihr wollt uns am Boden sehen, dann wird bleiben stehen. Unsere Tradition von Seiten, dazu müssen wir uns vereinen. Freiheit ist das höchste Gut, kommt auf die Straße und tapft.
Bazooka-Handy in der Hand haben. Es gibt ein schönes Bild. Wir lassen uns nicht vertreiben, wir kämpfen und wir bleiben. Ihr habt uns verraten, uns verkauft. Lauf, 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 lauf. Heimat, Freiheit, Tradition, es geht nur gemeinsam für unsere Nation. Für unsere Nation, für unsere Nation. Unsere Nation. Kommt raus, kommt raus, wir kämpfen für unser Land. Hand in Hand für den Widerstand. Kommt raus, kommt raus, wir kämpfen für unser Land. Hand in Hand für den Widerstand. Für was? Für den Widerstand. Für was? Ach Gott, sind ihr geil! Vielen, vielen Dank! Danke, Berlin! Wir sind noch mal großen Applaus für die Julia aus Rheinland-Pfalz. Willkommen in den Bande! Als letztes, bevor wir den großen Marsch auf Berlin durchziehen, wird noch Erich Tatjani von den Gelbwesten Berlin ein paar Worte zu euch sprechen. In allererster Linie, liebe Freunde und Patrioten, nochmals ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön an euch allen, die heute alle hier sind. Europe Berlin, mit langer Name. Den konnte ich angegriffen bei uns sozusagen, also was ist angegriffen, aber da hat jeder probiert, das Handy verloren. Sie kurz von uns hier das Handy aufgehoben. Da haben sie, haben sie. Hier tragen Verantwortung. Block der Patrioten mit Migration zu verbinden. Das ist genial, das Schild, ja. Ohne euch! Leonard, wir haben euch die Geschichte beendet. Nicht Deutschland. Kommen Sie wieder in eine Diktatur. Und das wollen wir nicht haben. Das haben wir vor 30 Jahren gehabt. Ja, pfeift mal ihr Pfeifkörper leisten. Du Schnitzel, komm! Demokratisch nehmen. Schon wieder macht der Einsatz nach Alter kaputt. Wir räumen auf.
mit. Sag mir das mal. Wo sind die denn, auf dem Boot oder im Wasser? Scheiß Nazis. Jetzt siehst du doch, die stehen da schon fast. Da stehen dann so ein paar. Thank you.
Antifa! 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 Antifa!
Freitag nicht zur Schule gehen. Es sind dieselben geisteskranken Leute, die fordern, dass wir für CO2, für die Atemluft der Bäume, Steuern zu bezahlen haben. Das ist einfach gebrainwashed, gehirngewaschen. Das ist einfach idiotisch und geisteskrank. Deswegen fordern wir, dass Steuermittel an solche Vereine, die die Straßenantifa direkt unterstützen, sofort eingestellt werden. Hier in Berlin sitzt die Antonio Amadeo Stiftung. Annette Kahane trifft sich mehrmals im Jahr mit Facebook und dem Justizministerium, um Zensurmöglichkeiten in den sozialen Netzwerken zu besprechen. Annette Kahane ist ehemalige Stasi-Agentin EM Victoria. Sie hat zu DDR-Zeiten, hat sie Kollegen, Künstlerkollegen verraten. Ein Brüderpaar hat sich aufgehängt durch und wegen ihres Verrates. Es ist nur konsequent von Merkel, der man nachsagt, IM Erika zu sein. Annette Kahane als Oberzensorin auf den sozialen Netzwerken einzusetzen. Das ist Volksverrat. Und deswegen scheue ich mich nicht, diese korrupten Politiker aus CDU, SPD, Grüne und Linke Volksverräter zu nennen. So sehr sie das auch aufregt. Denn Arne Thüner hat sich letztens beschwert darüber. Volksverräter! 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 Die Lügenpresse, Lügenpressejournalisten sind regelmäßig im DJV organisiert, dem Deutschen Journalistenverband. Der Deutsche Journalistenverband hat nach der Wende, nach 89, reihenweise Stasi-Agenten IMs aufgenommen. 2015, 26 Jahre nach der Wende, musste der komplette Vorstand des Deutschen Journalistenverbandes in Sachsen-Anhalt zurücktreten, weil die Hälfte der Vorstandsmitglieder der Hauptamtlichen waren zu DDR-Zeiten hauptamtliche Stasi-Schweine. Und diese Lügenpresse, Mietmalung, Maulhuren wollen uns verbieten. Super! Heidi! Heidi! So, ihr wisst, ich habe 5 Minuten. Meine, hört ihr mich da hinten? Okay. So. Also, ich habe 5 Minuten, aber mein Herz ist voll wie für Tage oder Wochen. Ich wurde vorhin gefragt von einem Journalisten, warum ich denn mit manchen von euch zusammenlaufen würde. Und dann habe ich mir überlegt und habe gedacht, wisst ihr was? Erstmal seid ihr alle mein Volk. Und das zählt für mich Nummer 1. Mich interessiert zuallererst, dass ihr zu meinem Volk und zu meinem Land gehört. Und was jeder in seinem Kopf hat und denkt, interessiert mich erstmal nicht. Ja, erstmal nicht. Wir sind alle hier heute zusammen, weil wir für Deutschland einstehen. Stimmt's? Wir alle sehen, dass unser Land und unser Volk echt zerstört wird. Und wir haben etwas dagegen. Wir wollen dieses Land erhalten. Wir wollen es für uns erhalten, für unsere Kinder und für unsere anderen Nachfahren. Ich bin ja von Frankfurt gekommen. Ich hatte... Das muss aufhören, denn die anderen lachen über uns und so werden wir niemals an unser Ziel kommen, Freunde. Ja, auch ich natürlich mache Fehler. Manchmal bin ich auch sehr impulsiv. Aber ich habe gemerkt, wenn man sich gegenseitig distanziert, egal was die anderen machen, es ist wichtig, dass wir heute zusammenstehen. Auch wenn ich und Carsten Differenzen haben oder sonst, aber wichtig, dass wir uns in den Gesichter, in den Augen anschauen können. Das ist das Wichtigste. Nichts anderes, Freunde. Ja, man darf nicht vergessen, der Widerstand wird zu 70% gelebt aus reinem Ego. Ja, da muss Schluss sein. So, dann kündige ich jetzt. Nö. Naja, minimal die Leute so, aber alles gut. Absolut, dazu mache ich das zu lange. Und die Situation ist ernst in Deutschland, Freunde. Ich war letztlich in der Sonderlehre erneut. Es sind Zustände, die sind nicht mehr tragbar, nicht mehr zumutbar. Wir sollten diesen Kampf als eine ernste Sache ansehen. Das ist kein Spiel, Freunde. Das ist kein Spiel, denn dann, was jetzt gerade passiert, dass die Initiative...
Ich wusste nicht, was ich sage. Ich hatte mir gedacht, mache ich mir einen Zettel oder spreche einfach schneller. Ich spreche schneller. Und ihr guckt euch das auf YouTube nochmal an und macht dann einfach 0,75 oder 0,5 Geschwindigkeit und dann kriegt ihr das auch mit. Ich war bereits am 7. Oktober 1989 auch auf der Straße. Das war in Halle, da waren wir, glaube ich, 500 Leute. Die Polizei, die ging dann, räumen sie den Platz und hat auch ein paar verhaftet und in die Reideburger Straße, in die Gewahrsamzellen der Bereitschaftspolizei gebracht. Und wenn dann heute die Lügenpresse ruft, diese Demonstranten in Pegida, die im Jahre 2014, glaube ich, im Herbst entstanden sind, die dürften gar nicht, wir sind das Volk, rufen, dann sage ich, nein, liebe Lügenpresse, wir sind auch die, die damals schon die Wende wollten. Und ihr wart die,